diese Karte. Sie zeigt Dalals Verstecke. Sehr nützlich, falls der Feigling flieht, statt zu kämpfen. Und so wie ich ihn kenne, wird er fliehen. Das ist geil. Das ist richtig cool. Wir haben die Karte, die den Zug zeigt, in dem Talal sich verstecken wird, wenn er flieht. Können wir das auch schon sehen auf der Karte? Nee, leider noch nicht. Erst dann, wenn es soweit ist, dass wir sie wirklich töten. Okay. Ich bin eben gerade am überlegen. So langsam geht mir das nämlich auch. Also ich kann jedem nachvollziehen, wenn er eben gerade so, Alter, wie langweilig. Weil, gut, mir macht das Spaß, diese 100% zu machen. Die Problematik ist aber eben gerade, wir wollen auch geschichtlich weiter vorankommen. Aber um die Geschichte weiter voranzutreiben, müssen wir eh hingehen und müssen mindestens 2 oder 3 dieser Aufgaben erledigen, die wir hier haben. Da ist es ja sinnvoll, wenn man erst alle Aufgaben erledigt und dann die Geschichte weitermacht. Aber das kostet so viel Zeit, habe ich gerade das Gefühl. Ich bin eben gerade echt am überlegen, ob ich noch einen Aussichtspunkt hole und dann zum Büro schon mal gehe. Aber, ja, wenn wir das alles vorher schon haben, dann ist Schicht im Schacht, dann ist Ruhe. Dann ist Entspannung angesagt. Dann können wir uns wirklich nur auf Talal konzentrieren. Tja! Deine Mama ist arm und krank und hungrig. Selbst die geht nicht betteln. Wenn du schon so bettelst, dann bettel woanders. Gibt's das hier auch schon? Das muss ich jetzt erstmal gucken. Achtung, das ist eigentlich kein Spoiler. Sowas Cooles muss man einfach können. Also wenn ihr das als Spoiler ansehen, dann tut mir das leid. Aber ich muss mal kurz testen, ob es die Möglichkeit gibt, diese Bogenschützen zu greifen und runterzuziehen. So, die Secret-Klinge haben wir schon. Geht schnell. Oh, hi. Ungläubiger! Ja, okay. Es geht. Na klar, und das hat mir jetzt keinen Schaden gemacht. Es geht bestimmt, wenn man nicht Stefan heißt und unfähig ist. Das wäre bestimmt jetzt gegangen. Ich konnte es nicht testen, weil ich dachte, ich wäre nicht ganz oben gewesen. War ich aber. Okay, wir verstecken uns kurz, dann sind wir gleich wieder umgesucht. Okay, die haben mich verloren. Ja, spring doch runter. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Wem, wo, was ist das nicht erlaubt? Mir ist das nicht erlaubt, hier zu sein. Okay, dann gehe ich. Außerhalb deines Sichtfelds. Was machst du jetzt? So, gehst du auf dieser Ebene oder eine Etage tiefer? Er geht eine Etage tiefer, okay. Dann haben wir den jetzt erstmal umgangen. Ich werde es gleich nochmal testen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ob wir ihn wirklich runterziehen können oder nicht. Ansonsten wird er einfach von hinten dann gemeuchelt. Das müsste definitiv gehen. Also wenn das nicht geht, dann wäre das irgendwie lächerlich. Weiter nach oben dürfen wir nicht. Anjo. So. Das magische Adlerauge. Was schön ist, dass sie bedingt dadurch, dass es natürlich PlayStation-Grafik ist, die hier ursprünglich auf dem PC portiert wurde, benutzen sie hat man weniger Motion Blur-Effekte. Und das macht das Bild viel klarer und dadurch diese Drehung viel schöner. Ja toll, da hättest du mich da auch gleich oben rausbringen können, dann hätte ich jetzt zumindest die Möglichkeit gehabt, nochmal in den Heuballen da zu fallen. Dann mache ich das jetzt von hier aus. Ja, jetzt mach's. Genau, aber wenn wir oben drauf sind, nicht. Und das interessiert kein Schwein. Da springt jemand von einem Turm runter. Mit einem Hechtkörper. Ne? Like a man. Like a real boss. Landet in diesem Heuschuber-Dingen hier. Das interessiert kein Schwein. Du springst 2 Meter von der Mauer runter. Warum macht er das? Was soll das? Hat er sie noch alle? Geht's ihm nicht gut? Was ist mit ihm kaputt? Das ist irgendwie wirsch. Ja, also der Chat hat gerade gesagt, wenn es machst, dann machst du direkt richtig.
Also ziehen wir jetzt einfach durch. Ich versuche mir Mühe zu geben, dass es ein bisschen schneller vonstatten geht. Dass wir hier direkt schon mal die offensichtlichen Aufgaben alle erledigen. Sprich Aussichtspunkte und auch die, die Bauern hier retten. Die Menschen, die Bürger, die Personen. Ich werde schon wieder beobachten. Warum werde ich ja da? Ach so. Okay. Dieses Gebäude da drüben ist leicht extrem gut bewacht. Ich hätte sehr gerne jetzt eine Fernkampfwaffe. Kommt nicht näher. Okay, ich komme nicht näher. Du kannst jetzt deinen Bogen auch wegstecken. Du siehst doch, ich komme nicht näher. Ihr dürft hier nicht passieren. Are you kidding? Ich stehe hier rum. Ich habe dir nichts getan. Jetzt erst habe ich dir was getan. Habt ihr das gesehen? Wie aggressiv die kleinen Fonzen sind. Halt! Du darfst nicht... Also, du darfst nicht hier stehen. Nein, geh nicht weiter. Ich bleibe stehen. Ich mache das, was er sagt. Und er beginnt auf mich zu schießen. Und ich bin der Böse daran. Deswegen... Ja. Natürlich. Natürlich bin ich deswegen der Böse. Ja, 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 so ist das. Kann das sein, dass wir hier schon fast alle Gelehrten und so gerettet haben? Weil wir haben jetzt 2 Aussichtspunkte geholt und haben keinen zu retten. Wenn das jetzt mit dem dritten auch noch nicht so wird, dass wir jemanden retten können, dann irgendwie merkwürdig. Übrigens, wenn ich aus diesen Nicht-Entdeckt-Status bin... Oh, warte mal, da ist was aufgetaucht. Informanten-Herausforderung, Attentat. Wir sind hier fertig. Gehen wir zurück. Ja, wenn, solange wie ich in diesem, du bist bald nicht mehr Entdeckmodus bin, also in einem Heulzuber oder ähnlichem, bin, dann... Was ist denn hier direkt neben mir? Bürger retten! Dann... Bitte rette den unsichtbaren Bürger. Danke! Ja, bitte, bitte, bitte. Kein Problem. Wir warten mal kurz. Müsste gleich hoffentlich wieder auftauchen. In der Zeit kann ich auch was trinken. Wo war ich jetzt eben gerade gewesen? Verdammte Axt. Ich hab's wieder vergessen. Ich weiß, ich hab geredet. Das ist wie früher bei Need for Speed. Hab ich auch gequasselt und kommt nicht mehr hinterher dran erinnern, was ich gesagt habe. Wenn mir jetzt jemand sagt, Need for Speed, geiles Let's Play. Alter, da warst du richtig cool. Da kann ich nur sagen, ja, okay, ich weiß aber nicht mehr, was ich da so gequasselt habe. Ich tut mir leid. Ist wirklich so. Ich weiß, ich habe jede Menge erzählt, aber was alles. Friede sei mit euch, Alter, hier. Wir leben in schlimmen Zeiten, nicht wahr? Ich habe jedenfalls viele Probleme. Ich hatte den Auftrag, einige merkwürdige Vorkommnisse im Nobelviertel zu untersuchen. Und Talas Männer haben ein Gesicht gesehen. Mein Status ist unsicher. Würdet ihr sie für mich eliminieren? Klar. Im Tausch für die Informationen, die ihr sucht? Katze. Ich muss deswegen gerade ein bisschen zurückrutschen, damit ich hier vernünftig auf den Stuhl kann. So, Ich bin nicht sicher, bis ihr diese Leute eliminiert habt. Sie kennen mein Gesicht. Bitte kommt erst wieder, wenn ihr bessere Kunde bringt. Ich sollte dich erfassen, damit ich... Na, ist egal. Da oben läuft der Erste anscheinend schon drauf rum. Aber als Assassine sollte man sein Gesicht definitiv nicht zeigen. Also es war eine ziemlich dumme Aktion von dir. Hallo? Jemand hier? Ist ja nicht so, dass ich erstmal rausfinden muss, wo die sind. Und nicht direkt den Kopf über die Brüstung halte und... Hallo? Die scheinen hier in dem Gebäude drin zu sein. Das ist etwas uncool. Ja, macht das Ganze vielleicht auch interessant. Ich wollte da drinnen landen. Jetzt habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass du schwer bist. Und vielleicht damit zusammenhängen, dass du dick bist. Nein, bist du nicht, aber trotzdem, du bist schwer. Mach dich mal leichter. So. Das war der Erste.
Der da eben gerade spazieren geht, das ist der zweite. Da scheinen sie auch schon alle gewesen zu sein. Attentatsmission Deluxe. Also genau so, wie ein Assassine handeln sollte, gehandelt. Erkannt, erledigt. Wie konnte die, die mich kannten, loswerden? Exzellent. Hier ist alles, was ich über Talal weiß. Er ist ein mächtiger Sklaventreiber, der ein Gebiet nördlich der Stadt besetzt, nahe der Barbakane. Er zahlt den Stadtwachen Tribut, damit er in den Schatten operieren kann. Aber nach dem, was ihr mir heute gezeigt habt, bin ich sicher, dass er dasselbe Schicksal erleiden wird wie die anderen. Ich danke euch, Altair. Ich habe im Übrigen mal hochgerechnet, wenn wir hingehen, wir haben ja pro Stadt anscheinend drei Viertel. Einmal das Nobelviertel, einmal das Bürgerviertel, einmal das Armenviertel. Ja, im Übrigen ganz tolle Informationen. Wobei, ja doch, so ein bisschen sind sie interessant. Gerade, dass er Sklavenhändler ist, ist schon sehr interessant. Werden wir irgendwie wahrscheinlich für uns nutzen können, weiß ich noch nicht. Also, wir sind ja 9 Personen. Das heißt, wir haben 3x3 Städte. 3, 6, 9, genau. Also 3 Städte, wo wir jeweils 3 Sachen, 3 Bereiche haben. Wenn wir für jeden Bereich, um den zumindest so wie wir ihn jetzt gerade machen, zu 100%, also das, was man so machen kann, ohne die Flaggen zu 100% machen, brauchen wir insgesamt 9 Aufnahmesessions, um das Hauptspiel als solches durchzukriegen. Wenn das alles zeitlich so bleibt. So, da wollte ich, ja. Also, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich von euch wollte. Genau. Stirb, Dieb. Na, endlich können wir hier mal ein bisschen Spaß mitmachen. Ey! Ach, Mann, ey. Dass die immer so aggro sind. Das macht doch gar keinen Spaß. Warum bist du denn so aggro? Hast du heute keinen Spinat gekriegt, oder was? Ja, wäre ich aber auch aggro. Kann ich nachvollziehen. So, du bist Nummer 1. Du bist Nummer 2. Dich mache ich ganz normal. Oh, da ist noch einer. Da wir ja hier nicht in so einem Bereich sind, wo das ist, ich werde diesen Gefangenen zurückzahlen. Das schwöre ich. Würde ich sagen, der hat heute seinen Falafel nicht gekriegt. Oder seine Datteln. Er hat seine Datteln nicht gekriegt. Oh, Datteln sind so lecker. Ich glaube, ich werde demnächst mal wieder in den türkischen Shop gehen und Datteln kaufen. Datteln sind richtig lecker. Entkernte sind mir sogar persönlich ein bisschen lieber, weil den Kern rauszupulen macht zwar Spaß auf die Dauer, aber also wenn man mehrere Datteln essen möchte hintereinander, dann ist das irgendwie ein bisschen nervig. Aber mit Kern sind es natürlich richtige Datteln. Ohne Kerne ist nicht ganz so richtig. Ich glaube, da vorne ist mein Aussichtspunkt. Oder? Da ist aber auch noch einer. Welche, da habe ich mir denn jetzt markiert? Warum? Ach so, hier ist noch eine Bürgerretten-Mission. Alles klar, ich gucke schon nach dem nächsten Ding. Ja, da unten schlagen sie die arme Bürgerin auch schon. Lass doch los. Muss dreimal drücken hier, damit er reagiert. So. Was habe ich euch getan? Vorsicht jetzt. Was? Wieso habt ihr mich schon wieder mitgekriegt, dass ich euch angreife? Wieso? Woher wusstet ihr das, dass ich das vorhabe? Ja, ich habe jetzt absichtlich gerade auf das Schwert gewechselt. Na komm, greif an. Das war gerade interessant, der hat türkisch gesprochen, das wurde nicht übersetzt. Oder arabisch. Weiß nicht, gibt's auch. Ja, klar gibt's auch Unterschied. Das dürfte aber in dem Fall dann arabisch eher sein. Und sonst noch einer? Gut, dass ihr gerade vorbei seid. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schuld. Dass sie aber auch immer alle glauben, dass sie direkt entführt werden. Vielleicht wollten die einfach nur ein bisschen dich hin und her schubsen. Nein, immer werden sie alle entführt. Die ganzen Bürger hier werden entführt. Die ganze Welt wird entführt. So, ich guck. Jetzt kann ich gucken. Nee, okay.
Scheint nicht so zu sein, dass wir die runterziehen können. Schade. Das heißt, dass wir uns immer anschleichen müssen. Aber das ist ja jetzt auch nicht weiter schlimm. So, wir haben noch diesen einen Turm und dann haben wir noch drei Stück. Dann haben wir die ganzen Türme hinter uns. Inklusive, ich denke mal, noch so 5 Aufgaben. Dann haben wir nur noch den Talal vor uns zu erledigen. Also den Talal zu erledigen. So. Gut, kurz warten. Jetzt ist der Aussichtspunkt erst offiziell. Und wir haben vielleicht sogar nur 2 Missionen oder so. Mal kurz gucken, bis er wirklich aktualisiert hat. Oh, in den 4 Missionen kriegen wir unsere Leiste wieder verlängert. Da wird die Leiste wieder länger. So, jetzt hast du aber definitiv aktualisiert. Hallo Katze. Again and again and again. Wiedersehen macht Freude, ja. Wie rücksichtslos? Warum? Ich bin doch voll rücksichtsvoll jetzt an euch vorbeigesprungen. Hast du mal gesehen, wie ich vorhin hier rücksichtslos durch die Gegend gerannt bin? Das war rücksichtslos. Das ist jetzt gerade richtig lieblich. So. Fällst du jetzt zumindest da mal runter? Nein. Der sind in sich zusammen. Ich fände das irgendwie cooler, wenn die wirklich runterfallen würden. So, dort vorne auf die Kirche müssen wir drauf. Das ist auch, Warum macht er das? Das fällt mir jetzt eben gerade ein. Also, wenn wir wirklich zu der Zeit sind, wo die Kreuzzüge waren, sind wir dann zu dem Zeitpunkt eben gerade hier, wo Jerusalem in christlicher Hand war, weil ich glaube, das war kurzfristig. Ich kenne mich mit den Kreuzzügen nicht ganz so gut aus, bin ich ehrlich. Aber war das... anders gefragt. Gab es eine Zeit, in der Jerusalem in der Hand von Christen war? Und wenn ja, ist das eben gerade die Zeit, wo wir hier sind? Weil das hier ist eine gottverdammte Kirche. Ich glaube nicht, dass in Jerusalem eine normale Kirche hingebaut worden wäre. Wenn die Christen nicht die Möglichkeit... Aber eine Kirche zu bauen, dauert ja auch ewig und 6 Jahre. Also, da muss es aber ziemlich lange in der Hand gewesen sein. Ich denke, ich werde mich demnächst mal schlau machen über diese Informationen. Falls ihr nicht da schon mehr wisst und mir das sagen möchtet. Weil ich das Thema als solches dann doch ziemlich interessant finde, ehrlich gesagt. So, ein neuer Aussichtspunkt, ein neuer Bürger, der gerettet werden will. Ja, dann werden wir hier vielleicht auch noch einen Bürger haben oder einen so eine Attentatsmission oder ähnliches. Und dann ist ja auch gleich Feierabend. Haha! Also, gleich Feierabend im Sinne von, wir haben die Stadt erkundet, wir haben die Stadt gesehen, wir haben die Stadt geschafft. Und man merkt aber auch zwischen, zumindest zwischen dem Damaskus und Jerusalem, merkt man einen Unterschied. Nicht nur von der Stärke der Gegner. Oh, es wäre so geil, wenn wir uns hier immer einen Angriff von oben hätten. Ihr folgt einem falschen Gott. Warum behelligt ihr mich? Hilfe! Hör mal noch mal, ja? Also ich habe Religion damals abgewählt, als ich es konnte. Wird sowas wie die Kreuzzüge eigentlich im Religionsunterricht wirklich rangenommen? Also in der Grundschule definitiv nicht. So, alleine schon, weil du da so rumstandest und rumgeschrien hast, musste ich dich jetzt so ein Dolch machen. Na ja, komm jetzt, hör auf ab. Das ist unfair! Ich komm nicht ran! Warte. Ja, na klar. So. Können wir jetzt hier mal vernünftig kämpfen wie Männer? Danke. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ich glaube nicht, dass du möchtest, dass deine Söhne wirklich so werden. Ah, belauschen. So werden wie wir. Sind ein kleiner, mieser Attentäter, der ziemlich viel Scheiße baut. Also, Kernaussage, du willst nicht sein wie... Das sind nicht... Das ist nicht die...
Ja, ich bin schon dabei zu gehen. Bevor du dich vergisst, ich wieder Ärger krieg. Nur weil du dich vergessen hast. Jetzt haben wir ein Problem. Nein, wir haben kein Problem. Vielleicht nicht. Alter, ach Mann, ich wollte doch nur untertauchen. Weise, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, mein Kind. Könntet ihr euch wieder zusammenstellen? Ich möchte mal in euch untertauchen. In euch reintauchen, sozusagen. So, ich hoffe nämlich, dass die jetzt in die... Wer gibt als Erster auf? Wer hält länger durch? Altair oder ein Gelehrter? Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide geben richtig Gas. Es ist übelst krass. Ah, Altair scheint ein Stückchen stärker zu sein. Ich glaube, es sind Mikropixel, die er den Gelehrten durch die Gegend schiebt. Ach, das ist bescheuert. Jetzt geh endlich auf deine Position. So, was ich eigentlich sagen wollte, ich hoffe, die gehen in die Kirche rein, denn da müssen wir belauschen und vor der Kirche stehen Wachen. Sprich, da reinzugehen, nicht ganz so einfach. Ich schau mal. Aber The Master of Bugs hat wieder zugeschlagen, wir haben mal wieder einen neuen Bug entdeckt. Oder, ja, für uns ist er neu, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich andere Assassin's Creed Spieler kennen das Spielchen schon mit den Bugs. Und ja, sie gehen in die Kirche, das ist perfekt.